Von der, weil wir uns dann wieder Gedanken machen, wurde das Evangelium über Gottes gerechtes Gericht. Wie möchte hier Paulus, das ist sehr wichtig in der Römer, auch von der zu uns. Er will uns durch anbringen, dass jeder Mensch für Gott schuldig ist. Wie möchte hier, dass die Jüde, die hielten viel mehr von sich. Die können dort nicht anerkennen, dass ein Herr zum Glauben gekommen wird, dass andere Völker zum Glauben kommen. Sondern sie dachten ganz bestimmt, dass die Rettung, das Heil, das ist für uns. Und das geht die anderen nicht an. Und das möchten wir hier auch waren an Paulus, wo er ganz schwab durch den Nennen geht und er hat gesagt, in Gott seine Ehe sei wie Glück, und in Gott seine Ehe sei wie alle Schuldner von Geburt an. Wie Brücke Jesus Christus, wenn er uns freimachen geht. Er hat hier ein bisschen Bildchen geholt, was uns immer war, im Römerbrief gleich der Hand, wie sie geht, wenn wir nur denken über die Gebote. Dann kommt uns immer bloß ein Gedanke im Kopf, und dort ist, wie kommen Kart bei Gott. Wir sind ein Sünder. Dort hat Gott auch diese Gebote der Volk Israel gegeben. Das Volk Israel soll du dort erkennen, wie Brücke einen Radar. Wir kennen dort nicht an Hülle. Wir dürfen bloß an der Leib denken, wenn Gott uns sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder liebe eure Feinde. Habt ihr das einmal gekonnt? Eigentlich nicht. Dann haben wir das ganze Gebot verfallen. Wir kennen nicht. Du bist ein Sünder. Und so drehen wir uns mit dem ganzen Leben lang rum, mit dem Teig und dem Feld, wir sind ein Sünder. Und das ist, was Gott auch will haben, kriegt er das gesagt. Dass der Mensch erkennen wird, er braucht einen Radar. Er braucht, wem wer am der Rüte lösen wird. Du wirst, sagt Paulus, auch, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und wie weit alle der Sinn, der Lohn davon ist, der Tod, der ewige Verdammnis. Aber dann hat das Evangelium auch die Gute sieht, die frohe Botschaft, wo Paulus auch immer war mit Jewedet, diese missionarische Botschaft, die Liebe Jesu Christi. Wenn wir dann im Tritt schicken, dann möchten wir auf einmal, Jesus sagte uns, der ist mein Blut, was du gereicht für Gott. Und dann schaue ich diesen Tag mit dir auch ans ganze Leben lang. In Jesus Christus habe ich ewiges Leben. Der Tod lügt nicht mehr ab mir, sondern ewiges Leben. Ich darf nicht verloren gehen, weil Jesus meine Schuld betont hat. Und wenn ich dort im Glauben annehme. Das sind die zwei Sieden, die uns immer waren in dem Römerbrief begegnet. Wir sind dort gesagt, das überführt uns in den Sinn, das wisst uns immer waren, wie brücke jemand, wenn er uns hält. Und dann ist der Jesu Konto, der Tritt, wenn er uns immer waren ruft und sagt, ich sehe, ich sterbe für ihn, ich kann ihn freimachen. Nun werden wir uns wieder nennen lassen, über den zweiten Kapitel von dem Römerbrief. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil nach der Wahrheit ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun, und tust dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und weißt nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst den Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichten Gottes, welcher einen Geltlichen geben wird nach seinen Werken. Denen, die mit Geduld in guten Werken trachten nach Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit ewiges Leben, aber denen, die da streitsüchtig sind und in der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit, Ungnade und Zorn, Trübsal und Angst über die Seele jedes Menschen, der da Böses tut, zuerst aber den Juden und auch über den Griechen, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden einen jeden, der da Gutes tut, zuerst dem Juden und auch dem Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Denn welche ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und welche unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz gerichtet werden. Denn nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun,
was das Gesetz ist, so sind diese, wiewohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes geschrieben ist in ihren Herzen, indem ihr Gewissen es ihnen mitbezeugt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. An dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Einmal Batzewit, und wie möchte ich allem empfehlen, Klauswort wie heute, da ging das an, guck wie das rüttere, dass die Juden dachten, sie wären mehr für Gott als der andere. Und hier kommt Paulus mal ganz konkret. Er will sich selbst auch ein Jude sein, und er sagt, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist. Sie eignen du, wie immer wir sind, als Männer nicht, oder als ein Dunkler, oder als Afrikaner, oder Kanadier, wir können uns nicht entschuldigen bei Gott. Dort ist ein Dünn, ein Wort von der Tradition, wie ihr lebt habt, oder ein Wort von der Saat Mennoniten, wie ihr lebt habt, ob wie dunkel und die Trocke wäre, oder Licht, oder Jel, das spielt bei Gott keine Rolle. Wir haben keine Entschuldigung bei Gott, zu sagen, wir haben das nicht gewusst. Wir kommen der Lot an dem Teil, wo wir klar verstehen, der Heidenvölker, wenn er von Gott nicht wüsste, habe doch gewusst, worum will Gott in uns die Ewigkeit im Horten angelegt haben. Keiner von uns lebt ohne diese Ewigkeit im Hort. Nur wo wir Lothar dann betäuben abnehmen kommen. Und wie möchte hier die Juden sind die Säuer der Heiden Rechte. Und Paulus sagt, du hast kein Unterscheid. Ich und du, wir wollen alle für diesen Gott kommen, ob wir ein Jude sind oder nicht. Nur wie das so, ihre Frömmigkeiten verbieten wir Säuer rein, Säuer religiös bedient. Aber wie sagt das ut von Bernen? Wo ist das in unserem Leben dann? Da will ich manchmal auch Dinge, eine Bitte viel besser rüberspielen, als man uns heute eigentlich stimmt mit Gott gegenüber. Die Juden wären ganz genehm mit allen Gesetzen zu hüllen. Und sie haben auch Gott seinen Willen erkannt. Aber sie lebten nicht Gott seinen Willen aus. Und du, der Paulus, sei abhängig und du kriegst in diesem Römerbrief. Und ich denke, ich will eins von dir, kriegt euch das, was sei. Er sagt dann, wir können uns nicht entschuldigen, denn wo ein wie dem anderen Rechte, verdammt wir uns selbst, weil wir dasselbe tun, was wir Rechte. Wenn wir dem anderen sagen, er soll Leben haben zu seinem Nächsten, und wir haben das aber nicht, dann dürfen wir uns selbst in dem verdammen. Nun stellt bei uns eine Frau, ist unsere Frömmigkeit besser als die Pharisäer? Es ans Leben anders angestellt, denn Eva, Gott und die Menschheit aus den Pharisäern er. Wann das ist, dann ist es bloß zu werden, weil wir in Leib in dieser Dankbarkeit Gott in Eva leben, in dieser engen Gemeinschaft. Und du jeder kriegst in dem Römerbrief. Der Mensch ist nicht ein Gott, seine Ehe, weil er sich das verdient hat, sondern das ist ein Geschenk von Gott. Er kann Gottes Genot annehmen oder er kann das auflehnen. Und wenn wir ein erreichtes Leben leben für Gott, ist es ein Geschenk von ihm. Er schenkt uns diese Leben, diesem Glauben, dass wir wirklich am Lieben können, in Anzug und in einem anderen Leben können haben. In Vers 2 sagt er dann wieder, wie weit er über? Und du mit Reta, renn allem an. Hier ist nicht keiner in diesem Gerichtssaal kommen und sagen, wer du übläuft. Ich rede du und ich an. Und dann sagt er, wie weit er über, dass Gott sein Urteil nur der Wahrheit erst über dich, der Sünd tun. Gott sein Urteil ist reich. Und da wüsste auch die Jüde, ist ganz klar, dass Gott sein Urteil reich wird. Und da würde auch all die Heiden sagen, dass Gott hat reich. Nun sagt Paulus, dass er an der Abhandwiese, worum schickt wir dann so äußerlich? Er sagt, Gott schickt nur dort, wo dem Hort ist. 1. Samuel 16, 7. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und du möchtest, wie Jean Paulus langsam immer deuper und immer deuper nennen, er will uns zu hinweisen, wo wir stehen. Wenn wir uns auf den Satz verloten, dann sollen wir dort erkennen, dass wir in Radarbrücke, wie Brücke Jesus Christus. Wer das so handelt, dass ihr das im ersten Kapitel seht, 18, 32, was wir die ganze Länge genommen haben,
wo sie sich heute die Nichtigkeit handelt, also wir in diesem Leben wiederholen, der sagt Paulus, der verfällt Gott in ihr Reich. Der wird ab dem Ende in Gott in ihr Reich kommen. Weil verabläuft nicht ohne ewig, weil er sich diesen Weich wählen wird. Vers 3. Dann wird er noch einmal konkreter hinkommen und sagt, denkst du über einen Mensch, der du die Rechte des will, der Töne, der des das Selje, du wirst gerne bei Gott vorbeirahnen? Überhaupt nicht. Niemand will über uns ein bisschen nachdenken. Jeder nicht manchmal in unserem Leben auch so, wie verlangen wird von dem Nächsten, aber selbst wie reu dort zu tun. Ich las eine Geschichte von einem Mann, er war in seinem Stuhl und er hat beten für den Nuber, dem ging das sehr arm. Und sein kleiner Junge war dort an. Der Paar betete, und er ging auch an. Und er betete Paar für den Nuber, dass er noch beten konnte, dass er kommt, dass er auch wiederkommt. Na, wie ist der schwierige Betthaft? Dann sagt der kleine Junge der Paar, Jeff mit ihnen jaltoschen, als das Gebet erhielt. Also, wenn wir nicht selbst reut sind, zu gehen, woran würde dem anderen dann sein? Und dort ist, was die Jüde hier wäre. Sie verlangten von den Heiden ganz verschiedene Gesetze, aber sie selbst hielten dort nicht an. Sie wussten, was Gott sie in Welle wir, aber sie lebten dort nicht hüt. Sie wären nicht Täter des Wortes. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ich denke manchmal, wie kriegt so? Wie weiter und was wir sind, Gott will uns verbrücken, wo wir beten danach, dass Gott soll einen anderen schenken. Warum würden wir nicht selbst gehen, du, wo wir kennen? Und so geht mir dort mit dieser Klasse. Ich fühle mich nicht würdig, die Klasse zu bringen. Aber wenn Gott ruft, dann sage ich ja. Wenn ich da kann, du will ich deine, wo ich kann. Und Johannes, der hier auch sei, der Pharisäer warnen dafür. Matthäus 5,7. Entschuldigung, 3,7. Er sagt, wehrhaft sind gewesen, dass die den zukünftigen Zorn wurden entrannen. Er nannte dann sogar ihr Schlangenbrüte. Sie kommen alle und wollen sich taufen lassen. Von Bitte wird das alles scheinen. Aber Bände im Hort hielten sie alles fest. Sie wollen nichts um Licht bringen. Aber sie freuen, dass ein Heide zum Glauben kommen wird, dann verlangen sie von dem alle Gesetze. Aber selbst wollen sie nicht einen Finger durch die Töne, sagt die Bibel. Sie wollen dort nicht mit einem Finger anschieren. Vers 4. Sagt dann, wenn wir Sünd denken haben, dass wir also den Gottes Zorn können durch den Stich rannen, dann sagt uns dort, dass wir durch Gott seine Geduld oder diese Gottes Buße, wenn er diese Geduld, wenn er mit uns hat, der dürfen wir verachten. Wir können nicht sagen von Anzüd, ich lebe für deins. Und dort sollte die Jüde wären. Sie dachten, sie wären ein Volk Gottes und sie lebten für deins. Sie würden mit anderen Wirt sagen, dass ich von dir nach leben darf, das erste Wenn will ich Gott an dir hier. Will ich ein Unterwähler von Gott sein, ich sehe ein Volk der Arm. Aber im Hort stammt das gar nicht beendet. Und dort soll bei uns, glaube ich, erst nicht der Fall. Und ich wünsche, dass das niemals wird. Dass wir sagen, ich habe mich verdient, für Gott zu leben. Also das ist mein Verdienst, dass Gott mich hat, muss annehmen. Ich weiß, dass Jeff Religionen, die sagen, wenn du das und das ist, dann merkst du Gott einen Schuldner und ab dem Ende ist er schuldig, die Unternehmen. Gott ist nicht schuldig, ans Unternehmen. Das ist ein Geschenk, wenn er uns anbietet, wenn er wenn wir annehmen können. Und nun, der Herr entkriegt auf den Abhaben. Die Jüde dachten, sie wären in Gott seine Ehe, hat er sich das verdient. Und wenn wir so denken, dann dürfen wir die Geduld Gottes verachten. Er sagt, diese Geduld, wenn er mit uns hat, dass das noch nicht alles zu eng ist, dass das uns zu der Buße lehren. Und dann sagt er auch wieder in den Vers 5, entschuldigt Vers 5, da sagt er, die Güte, Geduld, Langmut, und die gute Güte, die zur Buße leitet, also wie möchte ich hier einen gnädigen Gott, wenn er sagt, der uns zur Buße leitet, dann denken wir an Psalm 103,8. Ein Gott, wenn er barmherzig ist, wenn er gnädig ist, wenn er geduldig ist, wenn er gütig ist. Und wenn wir sagen, wir leben, ich verdäumt sie in diesem Gott gegenüber. Und ich will, dass die mir reich verstehen. Nicht, dass wir ein verdäumt sein, dass ich nicht durch Gott leben mit reicht. Ich kann das, wenn ich das annehme.
Aber ich kann mich bei Gott nicht verdanken, damit ich Gott schuldig mache, nur als er mir auch schuldig. Dort dachte die Jüde immer wahrer. Vers 5. Meint wie, wenn wir sind in der Hand, dass wir Gott in den Schuldner merken, dann sagt er dort, dass wir klampen uns das selbst bloß ab für den Zorn, für den Gericht, für den letzten Tag. Wir können uns bei Gott nicht schuldig merken, indem Gott sagt, ich habe mir was, du hast so lange die Arbeit für mich, nicht mehr die betone. Das ist ein Unterschied von dort, wo Gott sagt, wenn wir für am Leben jaft einen Lohn. Wir können uns nicht für Gott schuldig merken, dass er mit uns annehmen muss, sind aber eng, weil wir für ihn die Arbeit haben. Wenn wir so denken, sagt er hier, du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst den Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und dann wird er ganz persönlich versaß, welcher einen Göttlichen geben wird nach seinen Werken. Und ich sagte, wenn die so deine Hand, dann sah ich dir und denke, du warst dort drin, wo du gesät hast. Die war dort entgegenkommen, wo du verdient hast. 2. Korinther 15. Jeder Mensch wird für Gott offenbar worden mit seinen Worten. Und er wird dem Mensch sprechen, drin, wo er verdient hat. Und wie manche hier, wo Paulus die ganze Gemeinde damals, die Völker handelte, wo die Bibel an sich anbringt. Dass Gott nicht in Unterscheid hat in der Menschheit. Das ist ein Dünn von wo von der Nation der Mensch ist. Wenn er in Jesus Christus dem Glaube annimmt, dann ist er ein Kind Gottes. Ein Dünn von wo von der Nation. Und du darfst uns einen solchen Schub abnehmen bringen, krieg hier. Vers 7 und 8. Seitdem mit Geduld und guten Worte trachten, nur Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit, ewiges Leben. Nun hier sieht er so, die wollen hier nur Preis, Ehre und das trachten. Die sind die Rechte. Und das sagt über Gott, die hier alle ihr. Und ich verstehe das auch nicht so, dass hier gemeint ist, die Menschen wollen nur ihr trachten, oder nur das. Dass die diejenigen sind, wenn er Gott belohnen wird. Sie wollen dort, das gehört Gott und sie werden es erstreben danach. Sie wollen, dass Gott diese Herrlichkeit und diese Ehre trafen wird. Dort ist er Ziel, Lübenne. Und dann sagt der Krieg, für den ist das ewiges Leben. Vers 8 wieder sagt er, über die, wenn er durch Striede wollen und die Wahrheit nicht gehorche, gehorche bloß die Eierrechtigkeit, über dem ist eine Angenot. Ich habe wieder Wut verstanden, Angenot. Das Krieg dort wird wie gestern durchgenommen, wo er sagt, Gott hat dich dahin gegeben. Wenn ans Leben immer war er bloß das Ziel ist, Leute der Eierrechtigkeit zu gehorchen, als uns einem Kreuz auf Golgatha zu drehen, dann wird Gott irgendwann loslassen in unsere Entscheidung annehmen. Gott will nicht, dass wir verloren gehen, aber er lässt uns die Entscheidung merken. Und das wird hier wahr sein. Er sagt, da wenn er die Eierrechtigkeit läuft haben, wird die mehr gehorchen als Gott. Er wird die bleibt die Angenot in der Zorn Gottes, wenn sie so bleiben. Verschneien und Tieren. Da sagt er dann wieder, Trübsal und Angst. Über die Säule von jedem Mensch wird geschlachtet. Tierisch über die Jüde und dann auch über die Grieche. Dann kommt der Positive. Heiligkeit über ein Ehe und Fried, einen jedem, wer der Gödet hat, war also zuerst die Jüde und dann auch die Griechen. Und hier merkt er bekannt, noch einmal so, also ein guter Baum, der wird auch gute Frucht bringen. Aber ein schlechter Baum, der bringt schlechte Frucht. Und an dem Baum wird man erkennen, sagt er. Und die Frucht kann man den Baum erkennen, so ist er. Und wenn sagt er auch in Petrus, in Kapitel 2, Vers 12. Wir sollen einen guten Wandel führen, dass er unsere guten Worte sein und dass er den Vater im Himmel preisen. Und das kriegen wir nicht. Die Heidenvölker sollen durch das Judentum erkennen, dass es in Gott gab, dass es in Rada du wir. Und das wir nicht. Denn wir kriegen umgedreht mit dem Messias. Weil die Juden, die immer waren, diesen Messias auflehnen, und sie dachten, sie wären selbst gereicht. Nun sagt er hier, an dem Baum, an der Frucht wird man den Baum erkennen. Jeder einer, wer diese Eierrechtigkeit vereift,
Det var det kraftdåd tre. Da meint man hier auch den Lebensgrund, ab dem der Mensch steht, der hat eine Folge. Einmal ist es der Grund, ab dem wir stehen, Stufe ab der Tritt, dann hat das die Folge das ewige Leben. Stufe ab dem Gesatz, wenn wir nicht holen können, dann brücke dort noch zu unseren Tiersten, da wird nicht alles so schlimm sein. Gott wird nicht so nahe sein. Dann hat dort auch eine Folge. Und wir wurden auch ab uns Wege Tiersten in die Verdammnis gehen. Weil viele Menschen beschmieden sich damit, Gott ist ein Gott der Liebe. Der wird niemals ein Mensch in der Hallen gehen. Der tut auch nicht. Aber wie man weiß, Gott ist ein heiliger Gott. Und in seinen heiligen Zorn, er kann nichts mit Sinn zu tun haben. Wie traf er die Entscheidung? Wie gehen wir freiwillig den Weg in die ewige Verdammnis? Gott hat niemals ein Ziel, ein Mensch, dass er soll verloren gehen. Dass wir niemals im Plan Gottes werden. Vers 11, merkt ihr noch einmal klar, du hast kein Ansehen von der Person bei Gott. Und dort hat er auch in Mose seine Titel gesagt, 5. Mose 10, 17. Du sagst in Mose das auch, in Gott seine Ehe darf das kein Ansehen. Sondern er verlangt, dass wir Buße tun, dass die Menschen sich nur Arm drehen. Und das ist von dir nach Krieg so, in Gott seine Ehe darf das kein Ansehen. Gott ist nicht parteiisch. Wie Menschen können manchmal so parteiisch sein. Wie sagen, da sind so, dort geht noch, aber Jana sind so, dort geht noch. Gott steht nicht auf uns dort. Gott hat nicht eine Partie. Sondern Gott schickt auf dich, wenn du abrechtig in seinen Sehen glaubst, in dem annehmen. Du sagst die Bibel uns in 1. Johannes 1,12, da hat er die Macht, seine Tänger zu werden. Wenn du am annehmen. Gott schickt nicht auf uns, du bist da und Jana sind da. Vers 12, jetzt dann wieder, dann welche ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Die Jüden dachten sehr viel von sich, weil sie dort Gesetz hatten. Aber, wie möchte hier, sie wären nicht Täter vom Gesetz. Dort Gesetz wie Gott, wenn sie dort Hölle können, dann würde sie auch gedacht, dass Gesetz ihr Reich vor sich hören. Aber sie möchte dort, sie können dort nicht Hölle. Sie kommen auch alle Wege kalt. Aber sie deuten sich danach groß mit dem Gesetz und hielten alle ihre Satzungen falsch. Wir kennen vielleicht die Geschichte, wo sie Apfel deuten, wo sie sich krank mussten, so viel hängen waschen. All diese Dinge, die hielten sich ganz falsch. Und wenn Jesus dann Luther mit den Pharisäern taub oder den Zellner ging essen und er hat sich nicht gewaschen, dann vermunden sie an. Sie wären ganz streng in ihren Gesetzen. Aber den Wille Gottes zu leben? Nein. Dort deuten sie gar nicht. Sie würden in ihren Gesetzen streng bleiben, aber wenn die Sehen Gottes dich bekommen, dann würden sie reute sein, kreuzige ihm. Mit dem wollen sie nichts zu tun haben. Und wie manche hier kriegt, wo er dann sagt, dann nicht die, die das Gesetz hören, sind für Gott gerecht, sondern die, die das tät. Wenn wir dort vereifen, wo er im Gesetz sagt, die ist für Gott gerecht. Und wo steht der Bern? Er kann hier schon der Bischof von Leuf. Und ich denke immer, dort ist ein Gebot, das über all die anderen übertrifft. Paulus sagt uns das so klar in den Korinther, wenn ich den Leib nicht habe, dann ist alles andere nichts. Der Leib wird uns auch erst erwähnt in Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. So fängt das an. Wenn dieser Leib in uns Bern ist, dann wird das andere auch in uns zu finden sein. Und dort kriegt man in diesen Menschen nicht Bern wie den nächsten Leib. Sie dachte, das ist uns Gott, bloß für uns, in ihrer Selbstgerechtigkeit, starte sie diesen Gott sieht. Und sie können dort nicht unerkennen, dass sie diesen Radar Brücke deuten. Vers 14. Er sagt, wenn der Herde, der das Gesetz nicht hat, doch von der Tür dort drinnen, wo das Gesetz ist, sie sind diese Kreuzer, der das Gesetz so gelegt mit ihnen, als wenn sie Jüde wären. Dann stammen diese Pferde mit den Säuren und Weidonen. Der Herde hatte das Gesetz nicht. Die Offenbarung, die wir für Israel im Buch Sinai, die hatte das Gesetz, das Gesetz, nicht die Heidenvölker. Nun sagt er aber, wenn die Heiden das von Natur ertönen, wie möchte dann Vers 15, wo das sagt, der Beweise oder Wort, das Gesetz in der Hort geschrieben steht.
Gott schickt vom Himmel rauf und er sagt, dieser Mensch, der ist die Worte, das unser Einer. Er weiß, was Gott und was Schlag ist. Und du von hier weißt, wie auch der kein Mensch eine Entschuldigung hat bei Gott. Gott hat einen Mensch dort nennen dir leicht im Wort. Dort er weiß, was der Gott und was Schlag ist. Und ich will hier ein klares Beispiel vertalen. Ich will hier in einen Mond. Das sagt ihr in Vers 15, dann ihre Gedanken verklären sich an jedem anderen. Sie dürfen sich entschuldigen. Und ich bin in dem Mann in meinem Leben. Er sagt, ich kann dir ganz schnell beweisen, dass ich einen Gott schafft. Und ich sage, okay, dann beweisen mal. Und dann dem Tisch krieg erwähnen. Afrika, all die Millionen Dinge, all die Dinge, was da passieren, sagt er, wenn er einen Gott der Liebe gauf, würde wirklich du wir, dann würde nicht Leute die Millionen Dinge ankommen und verhungern. Sagt er, das ist kein Gott der Liebe, das schafft kein Gott. Okay, sagt er, will ich dir auch eine Frau stellen? So er sagt, was ist, wenn du eine Arbeit hast und du gehst zu uns und baden lässt dich durch den Schlupe? Tust du beten? Nein, was soll er beten? Er kauft dich kein Gott. Ich sage, was ist dann? Dann sagt er, ich denke nur, was ich dir am Tag zu tun habe. Und Frau, mir heißt, das passt dir je, was ich kann. Und ich sage, wenn du nicht hast, weil dann will ich doch mit dem Menschen überräumen, sagt er. Und ich will mir dort für sie gebetet machen. Und ich sage, wer sagt dir dort, dass du das später machen? Dass du das überräumen machen? Nein, ich weiß nicht. Ich sage, Gott. Woran der Ding verstanden, die Pläne, wenn du hast alles getan, wie du arbeitest? Und ans Hort ist der Banner. Das sagt Paulus gekriegt. Das ist ein Hort in Nenn geschrieben. Und die Jüdin schickte das nicht an. Ans ist dort die Satz geschrieben. Ans ist dort. Bloß wie sind dort. Und Gott sagt, schick mal du, die Heiden. Der Leben dort üt. Ihre Gedanken, die nur ernten, verklären. Ihre Gewässer. Und die leben dort die Satz üt. Die stehlen nicht. Die dürfen sich an sich lieben. Wir können uns nicht entschuldigen für Gott. Und ab dem Eng sage ich das Mann auf einmal, dann wollte doch wohl wirklich ein Gott sein. Ich sage nicht doch wohl. Ich sage 100% als du ein Gott. Und ich will für dich wieder beten. Und ich weiß nicht, ob er sich betiert hat. Ich sehe wenig in Kontakt mit ihm. Aber so eine Menschen jäftet leider. Aber wenn man mal dich wie Frau hat, möchte sie doch erkennen, in ihr Gewässer als ein Gott. Das jäft einen Gott. Und so wird hier auch, der sagt, der Herdenvölker, wir sollen der ihre Ehe so nicht. Aber hier möchte ich einmal in ihre Worte, ist doch ganz klar, du bist ein Gott. Weil ihr Gewässer sagt dann dort. Und ihre Gedanken dürfen die Ernte bezeugen. Du sagst in Vers 16, an dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Gottes Gericht wird alles an Licht bringen, ob wir nun Jude sind oder ein Heid. Wenn Gott wird Recht schaffen auf diese Erde, wird man gerecht kommen, dann wird alles offenbar sein. Will wir ich und du für diesem Gott stehen? Will wir für am kommen mit einem Geheimnis? Oder will wir nur am kommen aufgedeiht? Mit dem Siegel des Heiligen Geistes. Erlöst von alles, allem Licht. Paulus sagt, diese Menschen hier für diese Frau stellen eigentlich. Er sagt, will wir für Gott kommen? Wenn Gott kommt, dann wird alles aufgedeiht worden. Wenn wir uns nicht Zeit nehmen, über unsere innige Gedankenwelt nur zu denken, kein Angst hier. Gibt es nicht Punkte, wo wir vielleicht würden müssen sagen, Gott, du musst heute nicht haben, dass du noch nicht schickst. Du hast noch eine Kummer in meinem Hort. Da sieht er noch die Riesbahn nicht. Der Plag muss heute noch für mich Salz behalten. Ich will diesen Samaritan mit meinen Knie nach der Buße. Weil ich funke mich hier bin. Das sind immer wahre Momente im Leben, wie ich einmal, du hast doch noch eine Art, da will mein Fleisch bloß noch für sich holen. Und wenn ich einmal sage, wenn Gott wird kommen, dann ist Licht. Da kommt das Beispiel gestern auch, wenn wir hier bin, stock dies da wir, und wenn wir das Licht ummerken, wir können dem Schalter nicht herunterrennen nach der Hölle kriegen. Der ist wahr. Und so krieg, wo wir vor Gott stehen. Du wirst nicht noch fängst noch zu verstoppen. Wenn wir im Licht kommen, dann ist alles durch. Und wenn wir verloren gehen,
Jeder Mensch wäre der Verlorier, der wollte Gott sei der erstmal reich, der reich zu hangen. Er kam mir dort verdient. Der wollte erkennen, dass Gott ein heiliger Gott ist, ein gerechter Gott. Dass er sich selbst das Gerecht über sich genommen hat. Ich will wieder lesen von Vers 17, der ist 23. Siehe aber zu, du heißest ein Jude und verlässest dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und weißt seinen Willen und du prüfst, was das Beste sei, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Torrichten, ein Lehrer der Unmündigen, der da hat die Form der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz. Du lehrst nun andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen, aber du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Paulus geht hier noch viel konkreter. Und er nennt hier diese Nichtigkeit des Ruhmens von den Juden. Wie schlecht die angestellt sind. Sie denken, wie hoch sie stehen in Wirklichkeit. Aber wie nichts dort ist, in Gott seine Ehe. Und dann geht er nach dem Schluss, dass Klormerke wortwörtlich die wahre Beschneidung ist. Und wir wollen hier heute immer wahrer, dass die Menschen sich auf ihre Sätze beschmieden. Wir haben doch das, wir haben doch das und wir haben doch das. Wollt ihr nicht auch auf einmal so sein und ihr Ansmänner nieten? Wir sind immer in der Kirche gewesen. Wir haben immer gehorcht. Er hat den Katechismus auswendig gekannt. Er hat die Bibel gelehrt. Er hat immer dort getan, was ich wollen. Und ab dem Ende, was wird uns von Antwort entgegen kommen? Nur mit Zeit nicht, dass dort Arach ist, wann wir dort zu tun haben. Aber dort rat uns nicht. Sondern der Glaube in Jesus Christus ist dort, wo uns ratet. Ich sehe eine Entschuldigung, meine ganze volle Jahre, das ist unsere Gemeinde dort heute, Kolonie. Ich konnte den Katechismus von 8 Jahren ab auswendig, weil ich 14 Jahre war. Ich habe einen Fehler im Jahr entwischen. Da wie ich immer ganz stolz ab. Aber ich habe Fernmeditiert und nicht einfach gewiss, was ich will. Sei mir. Nicht Luther im Leben ist mir dort sehr rücklich der Bürg. Weil das sind kaltgefundene Unterweisungen aus dem Wort Gottes. Und das ist eine große Halb. Aber ein Wort Gubi hier. Diese Seite, du bist ein Jude, du bist ein Männer nicht. Und verlass dich ab, dass du ein Männer nicht bist. Ein Männer nicht wird auch nicht aus Christi geboren. Wie alle brücke Jesus Christus. Und dort ist, wo Paulus hinkommt. Er sagt, du verlässt dich ab, du bist ein Jude. Und du darfst dich nach Stalte, du hast es gesagt. So, du willst sogar Gott seinen Wille. Und du prüfst, was der Beste ist, weil du gesagt und ihr Recht bist. Und du trüst dich nach Tau, ein Lehrer für ihr Blinde zu sein, und ein Licht für die Düsternis, ein Abertreter für die Torrichten, ein Lehrer für die, was nicht so viel weite. Du hast die Form von der Erkenntnis und die Wahrheit im Gesetz. Du liest andere, aber liest selbst nicht. Du predigst, man soll nicht stehlen, aber du darfst das. Und hier möchten wir auf einmal Jean Paulus sei er dich bei. Nun möchten wir uns vorstellen, hey, wir einer von der Seelgruppe Menschen. Und hey, möchten wir das sei, weil das Evangelium dort liegt. Und das Seelge ist auch von der und uns gefragt, und mir und die, unsere Menschen dort Evangelium wieder zu sei. Wann wir nicht wurden, diesem Jesus begegnen ans Leben hier auf der Erde und am Notfall, dann wird uns dort in der Ewigkeit nicht helfen, wo wir hin wollen. Wir wollen nicht am Ziel gelangen, wo wir alle hin wollen, nur im scheinen Himmel. Sondern diesen Jesus, was wir auf dieser Erde begegnen, seine eine klare Entscheidung für ihn getroffen haben, in einem hingehen. Er sagt, nicht bloß dort, wer dort den Satz betont, es ist reich vor dir, sondern da wird er tot. Und so ist er doch mit uns im Glaubensleben. Ich konnte bekennen, dass ich Jesus angenommen habe, aber mein Leben von der wieder nicht mehr ist. Ich käme nur nicht in den Kopf mehr an. Wo bleibt dann das Ziel? Wo kann der Mensch erkennen an mich? Wo bleibt mein Licht, meine Worte
Und wo Petrus sagt, wo die Welt erkennen soll, wie Gott Leib hat. Wenn ich mich bekenne zu diesem Gott, dann mache ich auch zu sein, dass er mein Leben echt auslebt, was der Gott sagt und was der Gott für mein Leben will. Der Jude verleiht sich ab das Gesetz und er kann auch bloß Gott seinen Wille, den Leben des seines Jude. Wie meinte Jesaja in den Vers 19 und 20, wurde der Jude, der zu Jesaja geht, ab ihren Selbstruhm. In Matthäus 15, 14, du sagst Jesus auch so, Leute, er sagt, das sind blinde, blinde Lehrer. Er sagt, wie wird das sein, wenn ein Blinder dem anderen Lehrer hat? Wo kommen die an? Beid im Grube, dann sagt er. Und ich denke, die Grube ist ein Bild von der Verlorenheit. Wenn er sagt, auf dem Weich, dann denkt er nach Fähre Weich. Und wenn er sagt, im Grube, dann wies dann zum Bild für die Verlorenheit. Und so wieder mit den Jüden. Sie dachten, sie wären in Gott. Aber sie lebten nicht Gott in den Wellen aus. In den Jahren, die wenn sie nach Prüfung und Gesetz zu zwingen, beten, wurden im Grube gegangen. Vers 21, Vers 23. Ich denke, Dietlia konnte das wahre Spruch zwischen dieser Ansprache und Wirklichkeit nicht hingewiesen werden. Sie haben das Gebot, wo es drin sei. Ich will hier noch ein paar andere Verse zu lesen. In Matthäus 23, Vers 4. Drei in Feuer. Du sagst es so, wo ihr euch diese schriftgelehrten Pharisäer gleich teilen dort. Alles nun, was ihr euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden aber schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf den Schultern, aber sie selbst wollen dieselben nicht mit einem Finger bewegen. Möcht wir auf einmal, wo das alle Hand geht. Die Jahre, wenn du die Welle gerat wurde, sagst du, ist die Stuhl nach dem Stich, dort nicht hin. Die selbst wollen du nicht nennen, eine andere Stuhl nach einem Stich. Und so wird das hier gekriegt. Sie wollen noch der andere, dort die Saat auch ableihen. Und dann wird das in einem Stich. Dort nun soll ein Heide, ein wirklich, ein wahrer, geborener Mensch sein, in dieser Gemeinschaft mit Gott leben. Vers 24, möcht wie dort, der ich erlebe, wird Gottes Nomen gelastet. Und das wie auch in Jesaja 52, Vers 5, wie drei im Alten Testament, weil diesen Vers auch lesen, dass Gott das auch sei. Jesaja 52, Vers 5, wo das sei dort, aber wie tut man mir jetzt all hier, spricht der Herr, mein Volk wird umsonst hingerafft, seine Herrscher machen eitel heulen, spricht der Herr, und mein Name wird täglich, immer täglich gelästert. Also sein Volk, das lebt immer weiter in Ungehorsam, in Ungehorsam. Und sein Volk, wie ob diese ihr durch zu tun, dort der Heidenvölker dort erkennen soll, dort hat einen Gott gehofft. Und sein Volk lebt nicht in Gehorsam mit Gott, den Eva. Und du, der ich vor Gott sie nume verlasst hat, sagt so. Wer wir hier von dir sind, wenn wir gerne sagen, wir sind ein Kind Gottes, wie schickt die Welt mir und dir an? Wo würden wir uns anschauen, wenn jemand uns anschauen würde? Würden wir uns dafür anschauen, dass die Welt in uns Jesus Christus sagt? Oder würde da viele Städte durch die Sonne sein? Zu wem wir hier? Auch hier habe ich am Anfang in meinem Leben Fehler gemerkt, und wo er bestimmt hat, noch wieder. Ich bin zum Glauben gekommen, und wieder mit dem Rat der Menschen niemals mehr zu trinken. Und Gott hat mich auch früh gemerkt von dort. Von einer Sekunde auf eine andere. Mir hat nie mehr in einem Bayer gedacht. Und dann traf ich meinen Freund im Pylon. Und dann sagte ich, komm, wir von dir aus uns war eine Party vor, und wir trinken. Und weil ich wollt, ich reinkomme zum Überleihen wort, ich will fest eine Excuse für ihn, dann sage ich ihm, ich kann nicht, weil meine Leber. Stimmt gar nicht, ich bin eine ganze Lehre. Ich muss wohl abhauen, wie viel ich trinke, weil ich halte meine Leber an Schuhe an. Aber dort wir gar nicht, was ich sagen will. Und so Leute, ich am Gone. Dort wir mich so fair fight, weil ich am nächsten Mal treffe, dann sage ich am du, denkst du dir noch, fällt mir, was du mir an bei dem Bayer trinkst? Ja, sagt ich weit. So, nur weil ich dir die Wahrheit sage, dann sehe ich, ich bin krank.
Aber das ist nicht so. Seit ich mein Leben Jesus Christus übergebe, und ich brauche diese Sache nicht mehr. Ich habe mich nie mehr angeboten. Aber meine Sache ist, wo sieht die Welt aus? Und die Juden sollen dir das alle seine kennen, das ist ein Volk Gottes. Wir brauchen einen Radar. Und diesen Gott wollen wir auch kennenlernen. Und den wir nicht erkennen. Euer Wort Gott sie nur verlassen hat. Aber ich habe auch die positive Sicht erlebt. Eine Weg nach meiner Bekehrung kommen Mann zu mir und sagen, was ist mit dir passiert? Ich sage, was meinst du? Ich will mit Rüthaben forschen. Dann sagt er, du strahlst im Gesicht. Mit dir ist irgendwo passiert. Sagt er, du darfst in der Glücklichkeit weichen. Weil dann denkt mir das Müllbad über Uhr freundlich. Dann kann ich ihm mitteilen, Jesus hat mich frei gemacht. Das ist woran. Ich brauche nicht mehr so Angst haben. Ich brauche nicht mehr so Brummschädchen. Sondern ich habe nie Leben. Mein Leben hat viel Weg angefangen. Ich bin ein ganz neuer Mensch. Und ich wünsche uns allem, dass diese Punkte immer waren in unserem Leben rüttergedeutet. Dass Menschen sich, wenn die uns sagen, dass die automatisch Christus sagen, und sie sagen, dass die strahlen. Du hast eine Freudigkeit im Hort. Du hast Leben, Berne, ewiges Leben. Weil das sind Menschen, die sind beim Christi was. Die sind ja reich. Durch Christi Blut und Gerechtigkeit. Nicht durch uns selbst, sondern Jesus sein Blut hat uns frei gemacht. Ich gehe weiter 3 in den Römern, Vers 24. Du sagst, durch ihr Leben, hat er gleich gesagt, wird er Gott sein Name gelastet hat. Dann Vers 25. Nicht ohne sie sich beraubt auf den Bund, wenn er Gott mit ihnen gemerkt hat. Gott hat mit ihnen den Bund gemerkt. Und wie meint ihr hier, das kommt immer wieder, die Welle irgendwo nach einer Selbstgerechtigkeit seht ihr im Erleben. Kann es auch sein, dass in uns Leben so etwas ist? Wir sind doch nicht so schlecht auf dem Eng. Irgendwo mit nach dem Pol geblieben, ich sehe doch gar nicht so schlecht. Kreit dort, als hier auch bin. Er sagt, du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretungen des Gesetzes, denn um euren Willen, sagt er in 24, wird der Name Gottes gelästert unter den Heiden. Und dann Vers 25, denn die Beschneidung ist wohl nützlich, wenn du das Gesetz hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist deine Beschneidung zur Unbeschnittenheit geworden. Nun wollen sie sich noch an dort vorstellen, Gott hat mit uns einen Bund gemacht. Diese Beschneidung. Und diese Beschneidung, das soll aus dem Bild durchsehen für diese Rading, diese Retterzeichen, Rettungszeichen. Und nun hilde sei das aber nicht, dass sie sagt. Was hält man dann diese Beschneidung? Kriegst du also auch im anderen Leben? Wie kann es sein, dass wir in die Türkei gehen und dass wir uns bekennen zu Gott? Aber wenn wir dort nicht befolgen, was sie wird sagt, dann hält uns das nicht. Dann sagt, wie kriegst du es zu Gottlose? Du hast keinen Unterscheid. Und so wird das hier auch mit dieser. Die sehen einen Punkt nach den anderen. Sie wollen sich ab dem Bund verloten, nur noch ab dieser Beschneidung, aber sie leben nicht Gott in den Wellen. Und so geht auch viele dort. Sie nehmen Taufe, sie nehmen das O und Moll und sie denken, dann habe ich dort. Die bitterste Form ist wichtig, aber der Hortanstallung, die wird nicht nur gefragt. Und ich denke, Taufe und das O und Moll, das ist für den Menschen, ich muss erreichen, kann er dort verstehen, wenn er in einer tiefen Gemeinschaft mit Gott lebt. Weil du wirst an das O und Moll, die das Moll, zu einem ganz wichtigen Punkt. Weil er kann dir nicht denken, was Jesus Christus für einen wertlichen Donner hat. Und so wurde doch mit den Juden sein, wenn sie wertlich tun und nicht denken können, wer Jesus für ein wir. Und sie haben ihn aufgelehnt und sie kennen ihn nicht. Und Paulus hat in Jesaja durch die Handwiese, dort in Gott seine Ehe nicht der erste, der bitterste ist, sondern Gott schickt ihn als Horten an. Er sieht den Mensch, der hört an. Du jeder war er in Versaßen, finde ich eben. Dann war nur der Unbeschnittene, der reichte, der von dieser Satz hält, wird nicht seine Unbeschnittenheit aus, Beschneidung gerechnet. Also, wenn der Mensch in dieser Satz nicht, dass sie sagt, ich kann, aber er lebt mit Gott, dann wird er im Kreis ungerechnet, als wenn er dort die Saat kann und dort hält. Du hast keinen Unterscheid. Und hier möchte ich, wie war er, der dachte so, der Mensch
dem Ort von Bitte, wo zu seine sein. Der Mensch sieht, was für Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Vers 27. Und so wird der von der Natur Unbeschnittene, der das Gesetz vollbringt, dich richten, der du unter den Buchstaben und der Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist. Was will Gott ihm sagen? Er sieht sie in Fall von der zu uns. Damals sieht er, zum Beispiel, das Volk Nineveh, da wird ein Heidenvölker. Der deute Buße in Staub und Asche. Der wurde im Gerichtstag durchstohne, diejenige war. Weil du hast das Gesetz gehört und du hast nicht Buße getan. Du hast nicht Gott in den Welle erkannt. Nun sagt er hier, der Unbeschnittene, wie kann er die Stadt Nineveh, wo Jonas soll hangen, nicht? Der deute Buße, weil es eben ernt, das Gerecht Gottes gesagt wird, du wirst nach 40 Jahren sein, dann wird er durch. Der deute Buße eben erleben. Und der sagte Gott seinen Welle. Der lebte nur Gott sein Wort. Und er sagte hier, diese Worte nachher durchstunde, ernt je in Eva. Ich will wiedergehen, Vers 58, 49, der letzte Bett falsch. Du merkst dort in Chlor, nicht dein äußerlicher Jude als ein Jude. Ein Christ, wenn er bloß bitter kein Christ ist, ist nicht ein Christ. Sondern der Jahre ist ein Christ, wenn er dort im Hort belebt hat, diese Entscheidung mit Jesus Christus. Wenn er dort im Leben einmal erkannt hat, was wir auch in der anderen Stube hier, ich sehe in eng. Ich sehe in eng und ich brauche Halt. An dem Punkt, wo der Mensch bei dir kommt, für mich jäftet kein anderen Ausweg mehr. Ich brauche Halt. Und wenn er mit dieser Einstellung für Gott kommt, sagt Herr Jesus, ich bringe all meine Sünden nur die. Und ich lade die an, in mein Leben hinzukommen aus meinem Herr und Heiland. Dort ist ein Jude. Dort ist ein Gott seine Ehe, ein Kind Gottes. Nicht der, wer das von Bitte bespielt. Und dann stellt sich eine Frau in uns. Wie religiös sind wir? Also wie fromm sind wir? Stimmt uns hart mit unserem bitterste Kont auch? Oder der wie Bitte wird besser verspielt wie vom Bannerkonzert? Wenn du so etwas sind in unserem Leben, dann werden du und denken über Paulus und sei. Gott wird kommen. Und dann wird Licht angemerkt. Und wir wollen nichts für diesen Gott verstoppen. Sondern wenn Gott wird wahrer kommen, der Herr Jesus, dann wird Licht sein. Und jeder wird dort schreien, wo er gelebt hat, in dem Wort er gelebt hat. Und ihr seht hier den letzten Vers, sagt er, kriegt dein Essen Jude, wenn er dort inwendig verborgen ist. Also wenn er dort tief im Hort diese Entscheidung mit Gott gemerkt hat, dort ist ein echter Jude, ein Kind Gottes, kommen sei. Ich will hier zum Schluss drei Punkte mit Taubfote. Wie sage ich Berne, er ist Sicherheit des Habenden. Sie wird sich so sicher, wie handelt. Wie handelt ihr Satz? Und wie wurde von der Seite, wie handelt die Bibel? Wenn du erst eine Frau, Janne lebte nicht Katze in den Welle üt. Sie wird sich so sicher, wie handelt. Wie hat Gott sein Wort in der Hänge? Da wie Gott seinen Wählen leben. Der zweite Wort ist wir. Sie wären sich so sicher, sie wären die Weitende. Sie wüsste. Sie wüsste dort gesagt, sie hätte dort gelehrt und sie wollte dort auch wiedergeben. Aber in dieser Weitenheit wären sie noch stolz geworden und können dort nicht anerkennen, dass Gott wirklich erraten wird. Auch du hast eine Vorbände für uns. Viele Menschen, die sagen, wenn sie die Bibel einmal erkannt haben, dann sind sie so weit und lieber, die sagen dann, oh, Jana, das ist mir da, Jana ist mir da, ich weiß, das sei ja Geld. Die verstehen das bloß nicht reich. Du willst uns nicht von Weih richten, dass wir nicht die Bibel lehren sollen. Dort ist es nicht gemeint. Sondern trachtet darin Tag und Nacht. Denkt über Gott, sein Wort nur sagen soll. Und wir haben kein Reich, uns über dem Nächsten zu stahlen. Und sage, dort wirst du noch nicht mal, dort wirst du ja lang. Und dann fangen wir unsere Ruf zu reden auf den Mensch. Du darfst Gott sein Wort nicht durch. Dann ist der Leib Gottes nicht in uns vollständig hütte geworden.
dann haben wir dort nicht erkannt, was Jesus für uns verbracht hat vom Kreuz. Und so wären sie keine Berner. Sie dachten, sie wüssten alles. Alle anderen, die wären kleiner, die wären weniger als sie. Und das Letzte ist, sie beraubten sich auf ihre bitterste Beschneidung. Sie beraubten sich mit dort, dass wir dort immer gehört haben, sie ist das Reich. Und wie manche hier, Gott sagt aber, ich check vorbei und ich check im Hort. Wo steht er bei uns, die Berner? Leben wir ab dort, dass wir das gehört haben, zu Mutter bleiben? Sind wir dann reut in der Ewigkeit verloren, zu gehen bloß zu werden? Paulus denkt, der hat an Jesaja warnen in der Bibel, der sagt, wenn wir diese Beschneidung nicht haben, ohne Leben in Gott, ist live, dann ist uns Leben tot. Wenn wir in der engen Gemeinschaft mit Gott leben, in live mit Gott leben, dann haben wir ewiges Leben. Und weil wir dort nicht bis äußerlich leben, sondern aus dem Herzen. Und wenn wir dort Worte erfüllen mit dem Wort, Gott sagt, was in einem Hort fallen ist, das kommt zurück. Und deshalb mache ich uns Mut merken, auch, krieg wer wir sind, dass wir uns immer wahre Zeit nehmen, Gott sein Wort zu studieren, Tag und Nacht, und der über Not denken. Er sagt, dort wird uns Wesen merken, dort wird uns Glück merken. Und so kann Gott zu dir verherrlicht werden, und wir wurden von der Mond gesagt, bewahrt bleiben von den Angriffen des Teufels.